So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, zu einer neuen Folge Let's Play Watch Dogs. Wir haben in der letzten Folge hier in diesem Container aufgehört, haben uns da, ja, mal kurz ausgeruht und jetzt machen wir auch gleich mal weiter. Ich muss erst mal wieder klarkommen mit dem Spiel, weil ich jetzt lange nicht mehr gespielt habe und nicht mehr spielen konnte lange. Was müssen wir denn machen? Das sieht hier aus. Schalt interessanten Ort frei. Nee, mal gucken, was müssen wir denn... Der Kampagne. Ich konnte nämlich leider lange nicht mehr spielen, wegen Internet und weil neu machen und dann waren die Spielstände nicht da und er muss jetzt neu runterladen. Und lauter so ein Scheiß. Wie fahre ich denn das auch immer? Nein, das ist Verstecken. Wie gesagt, ich muss erstmal klarkommen mit jetzt wieder. Und ich werde jetzt die nächsten Folgen durchweg mal nur die Kampagne durchschrubben, damit wir da mal wieder rankommen. Yeah, wow. Haha, yeah. Charlie, da piss dich. Aus dem Weg. Genau, und ich werde jetzt nur die Kampagne weitermachen, jetzt erstmal die nächsten paar Folgen. Dass wir da mal ein bisschen weiterkommen, weil ich habe nämlich jetzt in mittlerweile schon 5 Folgen, das ist jetzt die 6. Folge, nicht wirklich viel von der Kampagne gesehen, weil ich hier nur rumgespielt habe. Mit den Nebenmissionen und dem ganzen Scheiß. Und das Bild flackert schon wieder und ich weiß nicht wieso, ey. Das ist so ein Krampf mit dem Spiel. Entschuldigung. Damit wir da mal ein bisschen weiter vorankommen. Also, wie kann ich auch mal hier die Musik ändern? Ups, das war die falsche Taste. Ah, nee, ist das auch okay so. Na, den Rest laufe ich jetzt mal. Ich guck mal, ob ich hier... Ah, ich habe keinen Zugriff auf die Zentrale, scheiße. Kann ich die hier irgendwie freischalten, die Zentrale? Nee, das ist mit der Kampagne, ne, die Zentrale hier. Glaube ich, was ist das denn? Ah, ja, Handyspiel. Ja, nee, erstmal die Kampagne. Wie gesagt, scheiß auf das CTOS-Dingens. Wobei hier eigentlich irgendwo eins sein müsste, aber... Naja, wie gesagt, lange nicht mehr gespielt, vielleicht stolper ich drüber. So, am besten nicht auf die Straße gucken. Am Ende sieht mich dann auch jemand. Feuerwehr. Naja. Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. Jo, und, Sturmgewehr 416, haben wir das nicht schon? Ja, Entschuldigung, ich habe mich verklickt. Y, einkaufen, kaufen das Sturmgewehr. Ja, ja, hallo. Wonach suchen Sie denn heute? Nach dem Sturmgewehr hätte ich gerne. Haben Sie das 416? Oh, das 417 ist natürlich auch geil. Wie viel Kohle haben wir da? Wo steht das denn? Ah, 9.020. Also ich würde mir gerne hier das 417 holen und nicht das 416. Weil bautechnisch sind beide gleich, bloß dass hier das Kaliber 7,62 drin ist und hier das NATO-Kaliber 5,56. Da würde ich nämlich lieber das hier nehmen, weil das dann ein bisschen mehr durchschlagt, 417. Aber die Quest ist jetzt gerade hier die Aufgabe, dass wir das 416 holen. Und das mache ich mal, sonst geht es nicht weit. Ach, wir haben sogar noch Kohle für... Ja, dann nehme ich das. In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hackeraktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Blumensprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Tatsächlich, Miss Gardner, sind diese Wachleute, auf die Sie Bezug nehmen, militärische Söldner, viele davon mit krimineller Vergangenheit, ist es nicht so? Ja, sie haben beim Militär gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Das CTOS-Netzwerk wird gut bewacht. Und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Das war Blumensprecherin Charlotte Gardner über die Sicherheit des CTOS. 417. Genau, dann nehme ich das mal. Ich muss ja erstmal klarkommen wieder mit den Waffen hier. Und hier nehme ich die Pistole. Ich komme da... Na, so, okay. Wie kann ich meinen Feuermodus ändern? Habe ich gar nicht. Auf zu lügen. Ah, okay, so kann ich Waffen wechseln schnell. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Ja, mein Gott, ich mach doch nichts. So, wie kann ich die Waffe jetzt nochmal wegchecken? So, gut.
Oh Mann, diese Steuerung hier in dem Spiel, die macht dann fertig. Okay, also, wir müssen jetzt nach da oben hin, weiter in der Kampagne. Kann ich irgendwas klauen? Ich hole mal mein Motorrad. Konnte ich ja machen, ne? Autoabruf. Sayonara, nee, Kodachi. Okay. Er ist bereit, wenn du es bist. Ich bin bereit, keine Frage. So, wie kann ich jetzt nochmal rennen? Nein, ist er falsch. Auch falsch. Nein, Waffe weg, ganz schnell wieder. Ah, so kann ich rennen, okay. Ach, halt die Schnauze. So, und da mal. Schnurstracks. Hehe, ein paar Unfälle verursachen. Hahaha, so muss das sein. Schnurstracks mal hier. Die Straße weiter. Bisschen im Gegenverkehr fahren. Macht ja nichts. Wieder abgeht der Typ, ey, krass. Ah, da hätte ich lange gemusst. Moment, war ich da nicht schon? Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie betrogen hat. Ich hatte es doch schon gemacht, die Mission hier. Oder ist wieder der Spielstand da auch rausgeflogen? Ich habe die Mission hier doch schon ge... Oh Mann, okay, dann mache ich die Mission hier mal kurz schnell wieder, weil wie gesagt, mein Spielstand hat es leider zerhauen. Zusammen mit Dark Souls. Das habe ich bei Dark Souls eigentlich schon oft genug gesagt. Schaut euch einfach Folge 21 an, oder 20, glaube ich, ist es. Da erkläre ich das alles nochmal. Da hat sich leider mein PC verabschiedet. Und ich habe in sämtlichen Spielen alle möglichen Sachen verloren. Intrige. Und dann gehe ich da einfach rein und knall alle ab. Und zwar schön mit der Pistole hier. Aufmachen. Sie sind ins Sperrgebiet getreten. Puh, okay. Dann jetzt mal gucken. Schön einen nach dem anderen ausschalten, ohne dass sie mich sehen am besten. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Er darf euch nicht entwischen. Ach, scheiß drauf. Na, Kumpels. Wo seid ihr? Ich sehe dich, ich weiß, wo du bist. Also ich sehe dich nicht, aber ich weiß, wo du bist. Na, geht doch. Und du auch noch jetzt weg. Na? War natürlich jetzt nicht ganz so elegant, meine Lösung. Das letzte Mal ging es ein bisschen besser, aber naja. Nichts Persönliches, halt die Klappe, ey. So, komm her, komm her, komm her. Aha. Und genau deswegen ist die Waffe so geil, weil er einfach reinhaut. Da hinten war doch noch einer. Scheiße. Ich muss aber auch erst mit der Steuerung wieder klarkommen. Das ist ja viel zu lange nicht gespielt. So, du auch weg. Scheiße. Na los, renn, du Typ. Ah, kann mir irgendwo verstecken. Ja. Ah, hier ist gut. Okay. Aha, dann kommt mal her. Los. Bitte was? Alter, da hinten ist einer mit dem Scharfschützengewehr. Sie verarschen. Na gut. Schön, einer nach dem anderen, dann ist das kein Problem für mich. Also echt, wenn das jetzt eine Wiederholung für euch ist, tut mir leid, ich weiß nicht, wie weit ich in meinem Spielstand war. Na? Hacken. Kann ich hier noch irgendwie hacken oder kann ich irgendwas aufnehmen? An Munition. Zur gemeinnützigen Arbeit verurteilt. Na, viel Spaß. Okay, dann wechsle ich mal auf die Pistole. Ging das so? Ups, nee. So ging das. Ach ja, diese Steuerung, diese Steuerung. Okay, dann gehen wir da mal hoch.
dürften wir eigentlich nichts mehr zu befürchten haben jetzt. Nee, eigentlich nichts mehr. Okay, das sind alle weg, alles klar. Und dann hier jetzt eindringen. So, wie ging das denn nochmal? X. Ah ja, okay. So. Dann... So, das sind wir auch durch. Und jetzt schauen wir uns nacheinander mal die Server hier an. Das habe ich nämlich das letzte Mal übersprungen. Scheiße, Alter. Was war das? Das ist doch eine Privatwohnung. Sieht aus, als würde das CTOS die intimen Details der Bürger sammeln. Kein Wunder, dass DedSec das CTOS hasst. Ach, das mit der Remote Control kennen wir doch schon. Das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Kommt bekannt vor. Das ist schon krass, ey, was hier abgeht in dem Spiel. Wobei man das ja nicht so Spiel nennen kann. Weil es ja mindestens bis zum gewissen Grad, wie ich hier erforscht, bis zum gewissen Grad auch in echt zutrifft. Mit der Überwachung und dem ganzen Scheiß. So, was sehen wir hier jetzt? CTOS Sentinel 145046 Leak. Observing Stars. Constellation ID. Ah ja. Okay. Ja, dann entriegel ich mal da vorne das Ding. Ich bin dran. Was? Du meinst, du bist im CTOS? Jetzt? Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Netzwerk. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Ich will aber nichts mit Online machen. Wenn ich Sie sehen kann, sehen Sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Ey, ich lade zwar gerade was hoch, aber ohne Scheiß. Ich zieh's Kabel, wenn ich hier irgendwas mit online machen muss. Ich hatte keinen Bock drauf jetzt. Kann man das nicht deaktivieren? Ist nämlich richtig scheiße hier in dem Spiel. Gameplay, Controller, Hilfe, online. Ah. Aus. Aus. Gut. Na wunderbar, okay, sind Sie sicher? Ja, ich möchte nichts mit online machen. Danke. Chemische Komponente. Ist hier noch irgendwas? Unlocken, ne, okay. Okay, wo müssen wir denn das hin? Mal gucken. Wir haben jetzt diese ganzen verschiedenen CTOS-Systeme, die wir jetzt freischalten können. Ah, was ist das denn? Okay, schalte Bezirk frei. Alles klar, dann machen wir jetzt nacheinander die ganzen CTOS-Systeme. Alarm, Ruf, nee, habe ich jetzt keine Lust drauf. Hey, du musst was für mich erledigen.
Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Ja, schönes Auto. Das ist nicht mein Stil. Ich bringe zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja gut, schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss den Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Na ja, dann wiederholen wir halt die ganzen Missionen, die wir schon mal gemacht haben. Aber ich denke mal, dass ich das recht schnell jetzt schaffen sollte hier. Kampagne. Okay, dann machen wir zuerst dieses CTOS-System hier. Und dann weiter in der Kampagne. Nee, Quatsch. Weil wir eh schon da sind, machen wir Ruf, CTOS, Kampagne. So werden wir es machen. Ey, du bist mit meiner Karre reingefahren, Arschloch. Sorry, ich hab's jetzt mit der Steuerung. Irgendwo hier ist es. Wenn der Typ zuschlägt, bin ich hier. Kann ich irgendwie ducken? Ah, da unten ist er. Potenzielles Opfer. Computersystemanalytiker sammelt seltene Seifen. Was? Hobbys kann man haben, ey. Ja, damit das da hinten ist, wahrscheinlich der Typ sein. Nicht mit mir. Verzieh dich selber! Oh, Alter! ne? La. Entschuldigung. Oh, ach du Scheiße. Alter, okay. Naja. Das war's so weit. Dann machen wir jetzt mal jede Kampagne weiter. Scheiße. Aber das war jetzt nach langer Zeit mal wieder ein, sage ich jetzt mal, Robin Hood-Verhalten, das sich gelohnt hat. Oder das gelungen ist, besser gesagt. Weil die letzten paar Male habe ich ja irgendwie total verschissen immer. Alter, wie der immer abgeht hier mit dem Driften. Wie laut das immer ist beim Fahren. Das ist mir richtig krass. Kann ich das irgendwie machen hier? Zonen, Audi, O. Da. Ja, machen wir mal so. Ah, Kurve. Gangversteck. Ah, ein Gangversteck. Aber das mache ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier die Mission machen und die Mission. Moment, wie komme ich denn? Ach, außerrum, okay. Aber diese Mission werden wir leider erst in der nächsten Folge machen können. Kann ich jemanden hacken? Ah, den da. Ich will Bankkonten. Jedenfalls, dieses Ding da können wir jetzt nicht in dieser Folge machen, sondern die werde ich in der nächsten Folge machen. Aber ihr kennt die sowieso schon, deswegen überspringt einfach die Folge oder nächste Folge, wenn ihr nicht nochmal sehen wollt, was wir gemacht haben, sondern gleich zu den neuen Folgen wollt. Ich bin so verwirrt hier, so viel gleichzeitige Möglichkeiten mit Hacken und hier Auftrag und keine Ahnung. Okay, dann jetzt ohne irgendwas zu machen, verabschiede ich mich jetzt hier aus dieser Folge in die neue Folge Let's Play Watch Dogs. Bis dahin.